Mein Name ist Niklas, ihr kennt mich auch als Onna und wir setzen uns mit den Controls auseinander. Was ist da eigentlich alles in-game? Was ist das Interface? Wie bewegen wir uns? Wie navigieren wir? Wie machen wir irgendwas? Das schauen wir uns heute einmal an. Behandeln da die Basics, werden das natürlich Tier zu Tier verfeinern. Und ja, nachdem ihr hier auf dem Startbildschirm im Menü in den Options eure Settings gemacht habt, ist unser Gateway in den Multiplayer erst einmal der Matchmaking-Button. Dort findet ihr vier verschiedene Tabs, nämlich Training, Versus AI, Unranked und Ranked. Training, dort findet ihr drei Trainingsmissionen pro Rasse, die ihr euch vielleicht einmal angucken könnt, um ein bisschen reinzukommen. Versus AI ist erstmal für uns wichtig. Hier üben wir neue Builds, probieren sie aus und erlernen sie, bevor wir dann später gegen richtige Menschen spielen. Das können wir zuerst im Unranked-Modus, denn hier treffen wir auf echte Menschen, aber eben außerhalb des Ranking-Systems. Wir können also keine Punkte verlieren, wenn wir verlieren, und auch nicht absteigen oder sowas, und bekommen eben auch Gegner auf unserem Niveau, die auch gerade trainieren wollen. Im Ranked finden wir dann das Herzstück des Matchmaking-Systems, nämlich die eigentliche Ladder. Hier spielen wir gegen echte Gegner und werden in Ranglisten eingeteilt, von Bronze bis Grandmaster. Könnt ihr euch dann hochkämpfen und euren Weg in StarCraft 2 gehen. Aber wir trainieren ja erstmal unsere ersten Builds und wollen uns jetzt zunächst einmal angucken, wie wir in-game überhaupt irgendwas zustande bringen, und gehen über den Button Versus AI, also Versus Artificial Intelligence, gegen Computergegner. Wir wählen unsere Rasse und wenn wir dann auf Play drücken, kommen wir direkt in eine Partie mit einer zufälligen Karte und einem Computergegner, dessen Rasse auch zufällig ist. Wenn wir ins Spiel gelangen, sieht es erst einmal so aus. Wir haben unser Hauptgebäude, unsere Arbeitereinheiten, also unsere Hatchery, unsere Drohnen und einen Overlord. Zuerst einmal schauen wir uns das In-Game-Interface an, also was um unser Spiel herum passiert. Ganz links unten befindet sich die Minimap, also eine Miniaturvariante unserer Spielkarte. Wir sehen, wenn wir über die Karte navigieren, dann sehen wir eine Minimap immer, wo wir uns befinden, anhand des weißen Kästchens. Dann sehen wir neben der Minimap unser Auswahlfenster. Das heißt, wenn wir irgendetwas auswählen, dann sehen wir, was sich gerade in unserer Auswahl befindet. Wenn wir mehrere Einheiten auswählen, werden die so angeordnet. Wenn wir nur eine Drohne auswählen, hier zum Beispiel, sehen wir Details dazu. Sehen zum Beispiel hier, können wir später mal Upgrades erforschen. Und bei der Hatchery sehen wir auch die Details inklusive Lebenspunkte. Wenn wir etwas auswählen, sehen wir im nächsten Fenster, dass dort etwas erscheint, nämlich die Command Card. In der Command Card sehen wir alle möglichen Fähigkeiten, die wir mit unserer aktuellen Auswahl tätigen können. Wir sehen zum Beispiel unsere Drohnen, die haben hier ganz schön viel, und unsere Hatchery, die kann zum Beispiel hier ihre Larven wählen, die sich vor der Hatchery befinden, und wir könnten jetzt mit einem Klick hier unsere Larven in Drohnen verwandeln und hätten mehr Arbeitereinheiten. Ganz rechts oben, auch noch wichtig, befinden sich unsere Ressourcen. Zum einen sehen wir hier, wie viele Mineralien wir aktuell haben. Wir sehen, wie viel Vespingas wir haben. 0, da wir das erst später sammeln können. Und wir sehen, wie viel Supply wir haben. Dort befinden sich zwei Zahlen. Nämlich die erste sagt, wie viel Supply wir gerade befüllt haben. Und die zweite sagt, wie viel wir aktuell befüllen können. Wir haben also 9 Drohnen, jede Drohne kostet 1 Supply-Punkt, das heißt, hier
haben wir 9 Supply befüllt und wir haben 10 freie Supply-Punkte. Eine Hatchery gibt 2, ein Overlord gibt 8, macht 10 und wir wissen immer, wann wir den nächsten Supply-Generator produzieren müssen, damit wir weiterhin Einheiten produzieren können und nicht supply-blocked sind. Wie ihr eben bereits gesehen habt, können wir über die Karte navigieren, indem wir die Maus an den Bildschirmrand bewegen. Zusätzlich können wir das ein bisschen schneller machen und können einfach uns einen Punkt in der Minimap suchen, wo wir hinwollen, also jetzt zum Beispiel wieder zurück in die Basis und dorthin klicken mit einem Linksklick. Oder wir wollen hier hinten hin, gucken, was da so ist. Ja, wir sehen, hier ist eine Spawn-Location, hier könnte also ein Gegner sein. Und wieder zurück in die Basis. Alles schnell mit einem Linksklick. Der Linksklick dient weiterhin dazu, um Sachen auszuwählen, also Gebäude oder Einheiten. Mit einem Klick auf den Overlord wählen wir diesen aus, können ihn danach bewegen. Mit einem Linksklick auf eine Drohne wählen wir eine Drohne aus oder eben die Hatchery. Eine weitere Möglichkeit ist es, die linke Maustaste gedrückt zu halten und ein Kästchen aufzuziehen. Alles, was sich in diesem Kästchen befindet, wird ausgewählt, wenn wir jetzt die linke Maustaste loslassen. Also alle Drohnen. Oder wenn wir nur die oberen drei haben wollen, dann malen wir ein Kästchen um diese und können jetzt nur mit diesen dreien was anstellen. Dazu ist zu sagen, dass Einheiten gegenüber Gebäuden priorisiert werden. Das heißt, befinden sich Einheiten in diesem Kästchen, dann werden Gebäude ignoriert. Wir können aber auch mehrere Gebäude mit einem Kästchen auswählen, wenn sich eben keine Einheiten in dem Kästchen befinden. Eine weitere Möglichkeit ist es, etwas zu doppelklicken. Also, wenn wir zum Beispiel eine Drohne doppelklicken, dann haben wir auf einen Schlag alle Drohnen, die sich aktuell im Bildschirmausschnitt befinden, in der Auswahl. Das funktioniert mit jedem Einheiten und jedem Gebäudetyp. Das heißt, hätte ich jetzt mehrere Hatcheries, dann könnte ich auf die erste doppelklicken und alle, die sich jetzt im Bildschirmausschnitt befinden, würden jetzt in der Auswahl sein. Genauso wie es mit den Drohnen ist oder irgendwelchen Army-Units oder eben Overlords, funktioniert alles. Mit dem Linksklick können wir außerdem unsere Fähigkeiten nutzen. Also alles, was sich hier unten in der Command-Card befindet, können wir mit dem Linksklick auswählen. Das heißt, möchte ich zum Beispiel ein Gebäude errichten, gehe ich ins erste Baumenü, Basic Mutation, und möchte jetzt hier mal ein Spawning Pool, also das erste Tech-Gebäude der Zerg, produzieren. Wähle das mit einem Linksklick aus und bestätige die Fähigkeit auch mit einem Linksklick. Das kann ich mit allen Fähigkeiten machen, die sich hier unten im Command Card befinden. Kommen wir zum Rechtsklick. Der Rechtsklick dient primär dazu, um Einheiten zu bewegen. Das heißt, ich kann, wenn ich eine Einheit ausgewählt habe, diese mit dem Rechtsklick irgendwo hin bewegen, wo sie gerade hin soll. Oder der Overlord, der hier gerade gespawnt ist, soll jetzt sich zu dem anderen Overlord gesellen. Das mache ich mit dem Rechtsklick. Auf Gebäuden hat der Rechtsklick auch eine Funktion, aber nur auf Gebäuden, wo Einheiten produziert werden oder, wie es bei den Zerg ist, Einheiten entstehen. Wir können nämlich Ready Points setzen. Das können wir auch hier unten rechts mit der Fähigkeit, könnten wir mit einem Linksklick machen. Aber wir können auch einfach den Rechtsklick verwenden und diesen sofort umsetzen. Das heißt, Drohnen, die jetzt hier aus Larven entstehen, würden direkt zu dem Rally Point hingehen. Wir sehen hier bei der Hatchery 2 Rally Points. Wir haben nämlich einen für die Drohnen, also den orangenen, und einen weißen für unsere angreifenden Einheiten. Denn wir wissen ja, bei den Zerg entstehen sowohl Arbeiter als auch Army Units aus den Larven. Und das können wir ebenfalls über den Rechtsklick regeln. Mit dem Rechtsklick kann ich weiterhin Fähigkeiten abwählen, also die letzte Stufe einer Fähigkeit. Das bedeutet hier zum Beispiel, gehe ich ins Baumenü und drücke aus Versehen auf den Spawncrawler, den ich gar nicht bauen möchte, dann wähle ich den einfach ab, indem ich einmal den Rechtsklick verwende und die Drohne schnell wieder an die Mineralien fahre oder das richtige Gebäude wähle. Das funktioniert mit allen Fähigkeiten von allen Einheiten. Eine weitere Möglichkeit, um etwas abzubrechen, ist einfach
der Cancel-Button, der sich immer unten rechts befindet, wenn wir irgendwie eine Fähigkeit auswählen oder zum Beispiel mit den Drohnen ins Baumenü gehen und zurück wollen oder wenn wir sogar ein Gebäude auswählen, können wir auch hier unten rechts einfach canceln. Wir wissen also, wie wir etwas auswählen, wie wir unsere Einheiten bewegen, wie wir Ready Points mit der rechten Maustaste verwenden können und wie wir unsere Fähigkeiten in der Command Card anwenden können und wie wir über die Minimap navigieren. Das funktioniert alles über die Maus, aber wir haben ja nicht nur eine Hand, wir haben auch noch eine zweite. Und die liegt stets an der Tastatur und ist in StarCraft sehr, sehr wichtig. Denn ihr habt vielleicht bereits bemerkt, dass sich in der Command Card, ja, dass sich dort bei jeder einzelnen Fähigkeit auch eine Tastaturtaste, dass sie dort angezeigt wird. Hier zum Beispiel bei Select Lava S oder für die Queen der Buchstabe Q und das sind eben unsere Hotkeys. Also wir können alles auch klicken mit der linken Maustaste oder wir drücken unsere Hotkeys und sind damit viel schneller. Wir müssen also nicht immer erst unseren Mauszeiger bewegen, um zum Beispiel immer nach rechts unten und den Spawning Pool zu bauen und wieder nach rechts oben. Nein, wir können einfach B drücken ins Baumenü. Und sehen dort, okay, wir wollen jetzt einen Roach Round produzieren, der ist auf R und der Mauszeiger bleibt einfach immer dort, wo wir den Roach Round hinsetzen wollen. Genauso können wir unsere Larven mit S auswählen, dreimal D drücken für drei Drohnen und alles funktioniert viel schneller. Wir können jede einzelne Fähigkeit, die sich in der Command Card befindet, über unsere Tastatur verwenden. Genauso können wir auch den Cancel-Button ganz rechts unten mit der Escape-Taste, also ganz links oben, verwenden. Neben diesen offensichtlichen Hotkeys in der Command Card gibt es auch noch versteckte Hotkeys, die unsere Prozesse aber sehr, sehr, sehr vereinfachen. Und das sind die sogenannten Steuerungsgruppen. Wir können eine Auswahl speichern und sie von irgendwo wieder aufrufen. Ich kann jetzt zum Beispiel hier diese Zerklinge, die ich gerade gebaut habe, auswählen und sie irgendwo hinschicken und ja, umso länger das Spiel ist, umso mehr ist zu tun. Ich müsste jetzt wieder zurück scrollen, Hatchery auswählen, noch mehr Zerklinge bauen, vielleicht mal den Waypoint hier zu den Zerklingen legen, also einen Rally Point und wieder zurück und eine Drohne auswählen und so weiter. Das können wir über Steuerungsgruppen vereinfachen. Wir können nämlich zum Beispiel diese Auswahl, also unsere Army, einfach abspeichern. Das machen wir mit der STRG, also Steuerungs- oder auf Englisch Control-Taste. Die halten wir gedrückt und drücken eine Zahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Das sind nämlich unsere möglichen Speicherorte für eine Steuerungsgruppe. Ich möchte jetzt einfach mal meine Zerklinge auf die 1 gruppieren. Drücke also STRG plus 1. Und sehe, hier erscheint unsere Auswahl. Ich habe dort 12 Zerklinge abgespeichert. Das Schöne daran ist, ich kann jetzt diese Auswahl mit einem Tastendruck auf die 1 wieder auswählen. Also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Drohne wähle, aber jetzt meine Army wieder haben möchte, dann drücke ich einmal die 1 und sehe, okay, die Zerklinge sind wieder ausgewählt. Hilft auch bei der Navigation, denn ich kann mit einem doppelten Tastendruck auf meine Steuerungsgruppe, also auf die 1, direkt wieder dorthin springen. Genauso kann ich jetzt auch Gebäude gruppieren, kann also sagen, meine Hatchery kommt zum Beispiel auf die 4, und kann jetzt zwischen diesen beiden Steuerungsgruppen hin und her springen. Immer mit einem doppelten Tastendruck. Was die Spielschnelligkeit um einiges erhöht. Ich habe jetzt diese 6 Zerklinge mal auf die 1 gruppiert. Und ja, wir können etwas zu einer Steuerungsgruppe hinzufügen, indem wir es eben an diesem Ort führen und
alles eben auswählen. Also zum Beispiel, wenn ich nur Zerklinge habe, es doppelklicke oder eben ein Kästchen drum male und die alte Steuerungsgruppe überschreibe. Ihr seht, wenn ich jetzt einmal Steuerung 1 drücke, dann erscheinen hier unten auf einmal 14 Zerklinge, nicht nur 6. Das heißt, diese sind gruppiert. Das geht auch noch anders. Ich kann nämlich etwas zu der Steuerungsgruppe hinzufügen, indem ich das, was ich hinzufügen will, auswähle und nicht die Steuerungsgruppe, die Steuerungstaste, sondern die Shift-Taste verwende. Ich möchte jetzt also diese 6 Zerklinge in Steuerungsgruppe 1 zu dieser Steuerungsgruppe hinzufügen. Ich halte also die Shift-Taste gedrückt und drücke einmal die 1 und auf einmal habe ich dort 20 Zerklinge. Jetzt wähle ich noch einmal die Gruppe 1 aus und habe alle 20 Zerklinge ausgewählt. Ich kann also mit der Shift-Taste, wenn ich die gedrückt halte, eine Auswahl in eine vorhandene Steuergruppe hinzufügen. Genau so kann ich immer hin und her springen zwischen den einzelnen Steuerungsgruppen. Wir haben also gelernt, wie wir über das Matchmaking in den Multiplayer-Modus gelangen. Wir haben uns mit dem Ingame-Interface auseinandergesetzt, haben die Möglichkeiten kennengelernt, was wir mit dem Linksklick und dem Rechtsklick anrichten können. Wir wissen jetzt, wie wir unsere Tastatur mit ins Spiel bringen und haben mit den Steuerungsgruppen ein mächtiges Werkzeug kennengelernt, mit dem wir viele Vorgänge vereinfachen können.